Du hast nicht unsere mitten im Satz. Du hast nicht unsere Intro-Videos schon gesichtet, oder? Unsere Nee. Gott, ey. Da habe ich halt tolle Erinnerungen dran. Hey! Die Leute, die Brüder sind wieder drin im besten Spiel auf der Wii U. Trine Nummer 2. Ei! Da ist auch Töle. Ja, das wundert mich jetzt aber nicht. Dich? Nee. Wie huggelt man sich hier denn, Gravel? Was mache ich denn hier eigentlich? Da sind zwei so tödliche Todesplattformen. Da rechts oben ist ein Schalter. Es ist Hebel. Echt alles schlecht sichtbar hier, weil alles so ineinander morphen, diese atmosphärischen, stimmungsvollen Optik. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Weißt du, ich kann hier... Ja, das wollte ich gar nicht. Was ist dein Ziel? Hier erstmal zu stehen und dann weiter zu überlegen. Ich müsste doch irgendwie diese Todesplattform hochhammeln. Ja. Aber wo? Sieht aus wie Gülle. Kann das der jetzt. Nee, der Zauber kann das nicht oben halten. Selbst wenn er es hochmachen kann, kann er es nicht oben halten. Mal. Nee, das kann er nicht, aber trotzdem mal probieren, was der überhaupt macht. Kann ich gar nicht. Ich glaube, ich würde es gut finden, wenn du erstmal so eine Schräge baust, da wo die Suppe kocht. Hier? Ja. Oh, guck mal, damit kann ich was machen. Ah, das ist doch interessant. Vielleicht wäre gut, wenn ich damit den Hebel umlegen könnte. Guck mal, links oben ist auch so eine Schräge, das ist doch auch komisch. Die habe ich schon zerbrochen, ich glaube, dadurch kam das raus. Ah ja. Jetzt könnte ich von hier aus der Suppe tatsächlich the acid is acidy. Okay, aber wenn du ein bisschen weiter nach rechts baust, David acidy, kommst du dann da hingehüpft? Hast du ja gerade gerumst? Ja, ich hab gerumst. David acidy. Genauso. Genauso! Was ist denn das noch? Ich denke, so ein Rap-Song. Okay. Nimm auch die athletische Frau. Die kann auch nicht viel weiter. Ich wollte eigentlich mich vor Acidy schützen. Ach, so geht's auch. Mir ist schon öfter mal aufgefallen, du bist so ein bisschen misogyn. Oh! Guck mal, was da kommt. Sehe ich nichts. Der Gecko. Das sind die Typen aus Alien, The Predator Version. Version? Ich weiß immer nicht, ob es Predator oder Predator heißt. Predator. Krass, wie du mir aber nicht zuhörst. Misogyn, was ist denn das noch? Gegen Frauen. Jetzt ist wieder hochgelasert. Die Plattform. Welche Laser? Da unten, die Totenkopf-Plattform. Ja, warum? Das weiß ich nicht. Weil ich hier den Lever gedrückt habe. Wenn ich den Lever drücke, dann ist es ähnliches. Die Musik ist auf einmal so Folklore. Oh, da ist noch einer. Weil der war die ganze Zeit da am Kochen in der Lava. Und der esse die Lava. SCDC. Oh, hier ist aber auch einiges. Guck mal, und jetzt kann ich ihn hier nehmen und mich richtig schwingen. Ein bisschen zu doll geschwungen. Halt doch mal die Fresse! Komm noch einer. Komm noch einer. Also, die glaub, Endless. Respawn die Enemies, Care die Missiles. Guck mal. Care des Whisper? Ja. Wer ist der Kerl des Whisper? Das ist George Michael. Ach, das ist ein Song von George Michael. Ja. Dann geht er runter. Weil ich drauf gestunden habe. Guck mal, wie viel gefällt dir das? Ich hänge den Bopack mich hier als Verlängerung des. Boah, das ist aber gemein. Das war wirklich gemein. Easy. Weil ich hatte es voll gut gemacht. Na gut, ich verzichte jetzt drauf. Die sind nämlich nur für so One-Hit-Wonder gut hier. Na, ich verzichte niemals drauf. Ich bin lieber. Ich war kurz sehr positiv überrascht.
das? Herzen. Komm Energie. Her. Ich weiß nicht, warum man in diesem Spiel Energie braucht. Du kannst es nicht. Also du schaffst es nicht. Vor allem nicht, wenn du so kurz springst. Stand da gerade unten für den Text? Ich kenne auch immer, wenn ich versuche zu grappeln oder nicht grappeln kann. Ja, okay. Lass dich doch mal tiefer hängen, wenn du dich schwingst. Nicht so tief, nicht irgendwie Lava. Es hat nicht mehr genug Power. Es hat nicht mehr genug Sums. Wenn. Boah, geil, Reverb. Wenn ich das machen will, muss ich ihn nochmal richtig Anschwung geben. Ich vermisse die schwungvolle Musik. Die ist nämlich das, was dem Spiel fehlt. Viel zu häufig. Ah, sie verhakt! Ah! Kettensägen! Alles gut, dadurch schwingt das hier oben nicht mehr um. Was ist denn? Da hinten, was ist das für ein Cthulhu ist das? Ja, das sieht so aus, tatsächlich. Oh nein. Boah, ist richtig zergangen. Deine Haut ist zergangen. Ich beschäftige mich in letzter Zeit viel mit Cthulhu. mit Physik und Wissenschaft. Und? Das ist interessant. In welchem Zusammenhang beschäftigst du dich damit? Ich habe ein Hörbuch gelesen von... Das war eine unwahrscheinliche Graphics-Service, ja. Von Oliver Rohrbeck. Das ist dieser Drei-Fragezeichen-Meister. Ja. Oder der Ben Stiller-Meister. Und das ist ein Buch, das nennt sich Eine kurze Geschichte von fast allem. Das habe ich schon mal von gehört. Das ist von Oliver Rohrbeck? Das ist nicht von ihm. Der liest der das. Liest das. Von wem ist das? Ist das Stephen Hawking? Nee, das ist eine kurze Geschichte der Zeit, an die du da denkst. Was ist von fast allem? Das habe ich auch schon mal gehört. Weiß nicht, von wem das ist. Von irgendeinem populärwissenschaftlichen Typen, der sehr allgemeine, interessante Dinge... Dein Freude über die drei Fragezeichen bringt dich zur Naturwissenschaft. Ja, wobei... Hinten ist Bioshock. Ja, das stimmt auch. Alles richtig, was du sagst. Cthulhu und Bioshock liegen dicht beieinander. Wer hoch fliegt, der fällt auch tief. Vielleicht waren wir zu naiv. Ja, Oliver Rohrbeck. Und das die denn noch? Liebe und Schmerz, die Ärzte, Bela B. Felsenheimer. Stimmt. Weißt du, warum er sich Felsenheimer genannt hat? Nein. Er heißt so. Dirk. Aber weißt du. Aber weißt du, wofür das B steht in Bela B? Nee, Bumsen. Weißt du es wirklich, ne? Nein. Möchtest du es wissen? Ja, unbedingt. Für Barney. weil in das No Shit, in seiner Schulzeit wurde er wegen seines Nachnamens Felsenheimer immer mit Geröllheimer verglichen und deswegen Barney genannt. Aha. Deswegen ist eigentlich sein vollständiger GEMA angemeldeter Künstlername Bela B. Geröllheimer. Jetzt habe ich hier, ich verstehe das. Jetzt habe ich hier links das Wasser abgelassen. Bela B. Geröllheimer. Bei der Armee ist er damit angemeldet. Ja. Genau. Wo ist er dann? Bei der GEMA. Ja. Ich habe heiße Insider-Informationen. Möglicherweise stimmt das nicht, was ich mit der GEMA gerade erzähle und dass er darüber angemeldet ist. Aber das war auf jeden Fall mal, als sie sich die Künstlernamen ausdachten, der vollständige Künstlername. Bela Barney Felsenheimer. Bela, ja. Nee, Geröllheimer. Tatsächlich Geröllheimer. Vielleicht nicht. Er hat ja schon den Barney. Ja, der hat vielleicht hat er einfach Bela Barney genannt und hat sich das Geröll ganz gespart. Kann sein, dass sich das Geröll ganz gespart hat. Kann man eigentlich mit dem kann man gut, mit ne? Bioshock irgendwas machen? Hab ich schon irgendwas. Dann ist das Wasser sich verändert. Jetzt haben wir doch den Orbi da oben. Ach ja. Wenn du schon mal da stehst. Orbi war ein Kenobi. Hast du eine Lieblingsknoblauchsoße? Nein. Das finde ich auch seltsam, dass du das fragst. Nee, ich finde das interessant. Es gibt ja Aioli, Tzatziki. Ach so, meinst du das? Dann so Knorr oder? Nein. Musst du hämmern, oder? Ja, musst du dann wieder runter gehen? Das ist okay. Schon wieder, hat sich schon wieder alles aufgelöst hier.
will doch gerne da oben noch irgendwie hinkommen. Also jetzt, wo du die Frage richtig verstanden hast, hast du eine Antwort? Aioli ist schon ziemlich gut. Plötzlich riecht es hier nach Knoblauch, merkst du das? Nur in deinem Kopf, weil du dran denkst. In meinem Kopf riecht es nach Knoblauch? Ja. Ich riech's bis hier. Wieso gehst du denn nicht nach links oben? Nach rechts oben wieder. Gut. Ja, ich wollte. Ach, du meinst, von da aus kann ich das auch zertrümmern? Na klar, das ist doch. Das zeigt doch praktisch in die Richtung. Ja, hast du schon recht. Weißt du, was soll man hier mit den Eisfällen machen? Weil die Eisfälle sind eigentlich nur optional. Nee, das ist doch auch eine gute Variante. Aber geh doch einfach hoch und bleib da oben. Ja. Ich bin gut auf das Spiel. Versuch doch nur zu helfen mit deinem Intellekt. Ich mach's auch ganz gut. Mein Intellekt ist segnungsreich. Und weltbekannt. Ich glaube, es ist gar keine Sache für den Hammer, es ist eine Sache für den Magier. Nee, eine Sache für den Hammer. Eine Sache für den. Nee. Was ist denn eine Sache? Feuerpfeil? Interessant. Komisch. Hm. Da ist so viel dahinter. Dann muss ich einfach mal wieder mein Skilltree erweitern. Oh nein, ich habe nur Skillpoints. Aber ich jetzt du brauchst doch, nur noch ein so ein Ding. Sie ist doch gespeichert, ja. Ich brauche auch 3 Skillpoints. Das wird nie was. Hammer Explosion, das ist bestimmt das Notwendige. Das hätte ich mal machen sollen, statt dieser Scheiße hier. Kann ich das nicht? Ich kann nur Reset All machen. Aber ist kein Problem. Except, guck mal. Frost Arrow ist gut. Du hast 19 mal 50 von diesen Dingern. Ja, Frozen Arrows ist auch gut. 20 mal. Fire Arrow ist auch gut. 20 mal 50, wer kann das rechnen? Also Explosive Rain Man. Arrow. Kennst du jemanden, der es kann? Ich kenne nicht mal Rain Man. Also ich weiß, wer das ist. Ey Siri, wie viel ist 20 mal 50? 2 mal 5 plus 1000. 20 mal 50 ist 1000. Ja, krass. Immer Explosive. Du hast 1000 von, also 999 von diesen Orbs gesammelt bisher. Ist das nicht Wahnsinn? Ja. Oh, ich muss hier noch was machen. Ich brauche mir Items. Ah ne, Monster Levitation ist gar nicht so geil. Was ist denn das? Ah. Ich kann magnetisieren. Oh, Plank brauche ich auch. Ohne Plank ist keine, geht gar nichts. Soll ich lieber den Explosive Hammer oder den Explosive Arrow nehmen? Hammer. Ja, das muss ich jetzt Reset All machen wieder. Ja. Warum kann man nicht einen einzelnen wegnehmen? Weil das Spiel nicht von Rockstar ist. So. Zwei hast du noch. Zwei habe ich noch. Frost Shield. Das habe ich nicht mehr Feuerschwert. Aber wenn du noch einen Orb sammelst, dann doch. Hab ich Explosive Hammer. Das war Explosive, oder nicht? Hm, ich hab den ja. Wie explodiert er denn? Der explodiert gar nichts. Musst du den nicht noch irgendwie extra anwählen, vielleicht? That's extra damage. Needs to be charged by holding down the attack or throw button. Ah. Oha, hast du drin rumgepumpelt, aber. Das ist nicht so viel gebracht. Ja, nicht so klar. Ja, dann soll das halt nicht sein. Schlimm ist das. Hier ist ein Acid Pool. Acidic. Geht einfach rauf, bestimmt. Irgendwie der Spiders. There are spiders in your web. Hol doch den einen da wenigstens.
Level ab. Gut nur leveln. Ich muss drin sein in dem Spiel. Wenn ich ein Level sehe, muss ich es immer gleich looten. Wenn ich ein looten, dann muss ich immer auch leveln. Soll ich dir mal ein Funfact erzählen, den ich gelernt habe in diesem wissenschaftlichen Bericht? Ja. Wenn du auf einem... Ach ja, du hast eine Konversation angefangen und ich habe gar nicht ab... Nee, weil du auch nicht zuhörst. Darin bin ich aber gewohnt. Das hat mich in Bloodborne noch tief enttäuscht und geärgert. In Bloodborne? Bei Bloodborne war es richtig schlimm. Die ganze Zeit habe ich recherchiert, lange und mühevoll, dass du besser die Kisten zerbrutze baumst, weil potenziell davon die Waffen kaputt gehen. Daran erinnere ich mich aber. Und du hast aber einfach überhaupt nicht darauf gehört und hast es immer und immer und immer wieder gemacht. Ja, doch, aber du hast es mir auch mehrfach angemahnt und ich habe mich nicht wirklich dafür entschuldigt, aber ich wollte das. Du hast dich vor allem nicht dafür interessiert. Ja, das war ein guter Hinweis. Ich meine, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Das ist potenziell auch möglich, aber... Nee, das stimmt, ich höre zu selten zu. Also, weil ich immer abgelenkt bin, ich kann nicht multitasken. Gar nee. Nicht. Warum denn nicht eigentlich? Ich bin nicht dafür gebaut. Gebaut? Von Herrschaftsgöttern. Das ist schon ein bisschen... Also, jetzt kommt hier Scientific Knowledge von Abraham. Ich habe es gestoppt. Ja. Ich habe es einfach zerstört. Okay. Möchtest du jetzt ein Funfact für mich gelernt haben? Oh nein. Unbedingt. Wie kriege ich das nur? Ich würde einfach mal einen Walljump skillen könnte. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, ne? Ja. Sitzt du gar nicht tatsächlich auf dem Stuhl, sondern auf einer sehr kleinen molekularen Ebene. Schwebst du ganz knapp darüber, weil sich eure Elektronen gegenseitig abstoßen. Das ist das nicht überall so? Ja, aber das ist, du berührst quasi in echt nie irgendetwas. Ja. Wusstest du das? Das sind doch die, nee, Quatsch. Das ist völlig falsch, was ich sage. Ich wollte gerade sagen, das sind die Van der Waals-Kräfte, aber das sind ja die alles zusammenhalten. Könntest du diese Farce vielleicht unterlassen? Okay. Ich hab die Farce unterlassen. Ich brauche Explosive Hammer gegen diese Superspinne. Wow. Normal. Oh Mann. Der Hammer kommt nicht schnell genug zurück. Oh nein, ich habe mich wieder weggebrochen. Jetzt ist sie da hinten. Oh, weg ist er. Ich lebe jetzt bei den Fischen. Was hat der denn gemacht? Hast du das gesehen? Hat dich getauntet. Er hatte so einen Bug. Ja, okay, das wusstest du also schon. Kein Funfact. Nee, ich wusste das nicht. Ich wusste es nicht, aber ich glaube, es ist... Weißt du, was ich auch wissenschaftliches weiß? Das habe ich aber nicht da gelernt. Das habe ich an einer anderen Stelle gelernt in meinem Leben. Wenn du aus der Dusche kommst, ne? Ja. Und du hast so einen Vorleger. Und daneben Fliesen. Dieses ist so verbuggt, das Spiel. Ja. Das neben... Oh, ist ja zerplatzt. Zerplatzt als Eisgott. Als Eisgott? Eisgott. War kein Eis, war nur ein Gott. Wenn es irgendwas war, dann war es eigentlich eher Eis und nicht ein Gott. Du kommst aus der Dusche, ja. Warm geduschte Füße oder warm gepischerte, wenn du klug bist. Warum bist du klug, wenn du warm gepischerte Füße hast? Na, das bedeutet, dass du deine Zeit effektiv nutzt. Hm. Aber du pischerst doch dann nicht auf deine Füße. Man hat naja, zwangsweise kommt da was drauf. Wenn du da drin stehst. Okay, so, also pass auf. Du hast einen Vorleger und du hast Fliesen. Ja. Und du gehst mit einem Fuß auf den Vorleger und mit einem Fuß auf die Fliesen. Ja. Dann kommt es dir vor, als wären die Fliesen ganz kalt und der Vorleger warm oder neutral. Ja. Aber tatsächlich, wenn du messen willst, haben beide dieselbe Temperatur. Aber das Material macht einen Unterschied. Ja, weil das andere, also die Kacheln, die Wärme aus deinem Fuß in Windeseile hinausleitet. Während der Vorleger dieses nicht tut. Ja, aber das ist ja klar, weil der Raum dieselbe Temperatur hat. Ja klar ist das klar, aber das denkt man doch nicht, wenn man seine Füße da hat. Und man sagt, oh, die Karren sind kalt, ist gar nicht so. Genau. Die Kacheln leiden krass. So, wieso bist du denn schon wieder da? Because the night belongs to lovers and I need a shower with my knight. Now I have the knight back, so I can
talk him out of being a shit asshole and use his hammer. Oh, shit asshole ist hier ein anderes Wort für tot. Um hier diesen sauberen, sonnigen Regen des Glücks über mich zu ergießen. Okay. Den sauberen, sonnigen Regen des Glücks. Das Interessante ist, wenn man so professionelleren Let's Player mal zuschaut, ja, ne? Dann merkt man, die reden halt fast ausschließlich und ganz, ganz doll und gezielt über das, was da beim Spiel passiert. Ja. Ich persönlich finde, dass aber unsere stärksten Momente die sind, häufig jedenfalls, wo wir nicht über das Spiel reden. Sondern weil wir über das Spiel sowieso nichts Interessantes zu sagen haben. Wie ist das? Das war mein Explosive Hammer, der hat einiges da oben. Oha! Wie ist es bei dir? Was gefällt dir besser? Bei uns? Mhm. Naja, es ist, eigentlich sind, finde ich, die fast die stärksten Momente. Es kommt drauf an. Es gibt beides. Es gibt sehr doofe Momente, wo wir nicht über Spiel reden, weil wir über Sachen reden, die eigentlich völlig irrelevant sind. Für den Zuschauer. Und es gibt richtig tolle Sachen, wo wir über das Spiel reden, weil wir halt so involviert sind und es einfach so uns so viel Missgeschick und Unsinn passiert. Mhm. Also ich würde sagen, bei Donkey Kong und Mario reden wir viel, viel, viel mehr über das Spiel als bei Uncharted und also, glaubst du nicht auch? Ja, aber im Grunde hast du jetzt nur zwei Argumente dafür genannt, dass es cool ist, nur über das Spiel zu reden. Nein, es gibt natürlich auch richtig gute Sachen, wo wir einfach irgendeinen Quatsch reden, das ist schon so. Ich weiß nicht. Quatsch. Andere Leute denken sich, das ist eine Reiserei. Aber wirklich eine ziemlich originale, echte Reiserei. Naja, sie bewegt sich nicht vorwärts. Sie ist suboriginal. Und unter dem Original. In dem, was sie kann, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja schwierig. Ja, da, wo du gerade standst, solltest du stehen. Ich weiß nicht, wie das sollte. Doch, und dann musst du das in Bewegung bringen und dann ungefähr. Boah, ist das kompliziert. Und dann werde ich auch noch. Das ist nicht so kompliziert. Du warst eben sehr gut ausgerichtet. Du musst jetzt auf den oberen. Ja. Du wolltest nicht daneben springen, ne? Und ja, nein! Ja, es ist nicht perfekt ausgerichtet. Aber ich wollte erstmal gucken, was hier sonst noch. Boah. Was da so passiert. Da oben sind riesige Orbs, an die ich niemals rankommen werde. Ja. Schade. Oder muss man den Moment abwarten, wo eine von diesen Fässern auf die Reiserei auffällt? Ja, gute Idee. Aber wo muss ich dafür dann stehen? Jetzt hinterher vielleicht. Es dreht. Zack. Ja, ich muss ich davor. Nein, ich muss davor sein. Ich muss ja, erst das Fass auslösen, da. Dann muss ich rüberspringen. Aber der Steg geht doch runter, wenn du dich darauf stellst. Warte mal, ich mach's mal. So, jetzt kommt das Fass. Und jetzt. Ah, cool. Sehr gut gemacht. Ich hätte gedacht, dass du da noch was von dem Moment mitnehmen musst. Aber musst du überhaupt nichts. In your engine. Boah, die sind ja fies. Und die Spinne. Du kannst das Schild benutzen für den Kram, ne? Das ist auf jeden Fall ein Zwergen-Abschnitt. Was macht die denn jetzt? Ha! Mexican Standoff. Bist du der Zwerg? Nein, mach mal. My sister is lost. The night has begun. Only one can be queen, when all's said and done. Es sind 24 Minuten vergangen, seit wir das Video begonnen haben. Das ist doch ein guter Punkt, an diesem Poem des Videos zu beenden. Wir sagen vielen Dank und denkt immer daran, Anthony Hopkins ist nicht so unsympathisch.